Ich bin ein komischer Kevin-Vlog. Habt ihr das allein, dass ihr bei Kevin überhaupt noch nachfragt und da irgendwie so, oh nein, das ist der Vlog mit mir. Oh nein. Oh Gott. Oh Halleluja. Ach, ich weiß ja nicht. Ja, gut. Ich ahne Übles. Ah, gut. Rein in den Aal. Oh Gott. Aber süßes Kleid. Wow. Das hatte ich auch. Ey, ich hatte, interessiert gar keine Sau. Ich hatte gestern einen Dreh mit den Worldwide Wohnzimmerjungs. Da kommt ein Interview raus heute. Crazy shit. Ich habe jetzt auch mein eigenes Interview. Bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, ich habe mich cool verhalten und es war nicht ultra cringe und unangenehm. Das werden wir einfach alles sehen. Wenn es unangenehm ist, dann ist das auch in Ordnung. Und das, Leute, ganz kurze Erklärung. Ne? Ich wurde angerufen, so, und dann meinte Kevin so, ja, Nova, kannst du mal rumkommen auf den Dreh? Und ich so, klar, normal, Digga, gar kein Problem, ins Büro. Ich hatte so ein süßes Sommerkleidchen an, weißt du, so, ne, doch mir so, ja klar, was wollen wir da Lustiges drehen, irgendwie so. Dann sehe ich das, ich so, och, nö. Oh nein. Ja, 3, 2, 1, go. Okay, Freunde, wir befinden uns ungefähr 2 Wochen in der Zukunft. Ich war 2 Wochen krank. Ihr seht das hier. Mein Friseur hat für die nächsten 2 Wochen auch keine Zeit. Deswegen machen wir das jetzt selber. Das ist wahrscheinlich die beschissenste Idee, die ich für den Vlog je hatte. Okay, Meijer hat mir hier so seinen Schamhaaren rasiert. Jetzt weiß ich auch, warum Kevin so beschissen an den Tag aussah. Also beschissen als sonst. Egal. Aber ist auch geil, man kann hier die Millimeter direkt einstellen. Okay, 2 Millimeter. Oh Mann, Alter. Digga, meine Freundin wird mich danach verlassen. Wir machen mal einen Cut erstmal. Mal gucken. Oh shit! Hab ich was bekommen? Boah! Oh shit! Das ist so eine Scheiße! Halt die Fresse! Was denkst du? Ohne Witz, Bro, du hast richtig verkackt. No way, wir gehen so auch. Oh Gott, Bruder! Was ist das für ein Übergang? Oh, schön, das ist jetzt 2 Millimeter. Ach komm. Bro. Ey, kurze Frage, wie findest du meine Haare hinten? Meinst du, das kann man noch retten? Du selber? Das krieg ich noch hin, oder? Ja. Okay. Kann man so Club gehen oder nicht? Digga, ganz ehrlich, warum habe ich in meinem Leben jemals für Friseur bezahlt? Fucking dumm, Bro. Kevin, ja, stimmt. Du hast hier versucht, selber die Haare zu machen. Ist gut geworden, oder? Mega. Das ist so. Ich liebe so viel Lena einfach auch. Ist einfach aufgibt mir, Kevin. Ich kann das so nachempfinden. Oh, der scheiße aus. Ey, Leute, Tobi ist das neueste Mitglied der Nubase Family. Also, Nubase ist meins, beziehungsweise Kevin und meins, der Esel nennt sich zuletzt Management. Und Tobi ist eine Zuckertüte. Tobi ist so süß, Leute. Wir lieben alle Tobi, besser Mann. Hä, die Seiten sind doch frisch. Warum hatet ihr alle? So lassen wir es. Dumm, wer für Friseur bezahlt. Ich kann es nicht oft genug betonen. Weiter geht's im Vlog, Freunde. Mann, das wäre natürlich geil gewesen, wenn er so Fukuhila gemacht hätte. Sag ich jetzt, ne? Wäre jetzt nur so, also... Widmen wir uns einem anderen, wichtigeren Problem. Und zwar, und ich finde es wirklich eine Frechheit, werde ich seit einem halben Jahr circa geklaunt, weil ich versuche, in jeder Eisdiele Grießbrei-Eis zu kaufen. Weil das gab es bei mir in Berlin in einer Eisdiele und ich habe es seitdem nie wieder gesehen. Und alle sagen, es wird safe nicht so krass sein. Und deswegen ändern wir das heute und machen das selber. Wir suchen eine gute Eismaschine. Also im Grunde wollen wir Grießbrei-Eis machen und wir brauchen eine dafür. Grießbrei-Eis? Okay, Killer, dann nehmen wir den. Was denken Sie zu meinen Haaren? Ich habe die heute selber geschnitten. Selber geschnitten? Ja. Naja. Einmal diese Eismaschine. Naja. Ich habe mir heute meine Haare selber geschnitten. Wie findest du? Jetzt wird ein Eis gemacht, Mann. Verdammte Scheiße. Okay, das muss jetzt für eine Stunde. Und dann haben wir fertiges Eis. Hoffentlich. Wow. 10 von 10. No cap. Ey, ihr müsst eine Pause einlegen, was auch immer ihr gerade macht. Ihr müsst jetzt mein Eis testen. Warum durfte ich das Eis nicht probieren? So richtig Bock auf mein Eis jetzt. Also ich kann schon mal so viel versprechen, ihr werdet euch nicht übergeben müssen. Ihr müsst alle gleichzeitig testen, ihr dürft nicht schon vorher probieren. Bro, diese Waffeln fallen alle auseinander, what the fuck? So doll! Oh Jesus Christ. Das ist Grießbrei-Eis mit Zimt. Ja, es schmeckt geil, sag, dass es geil schmeckt. Es ist... okay. Bro, nicht dein Ernst. Alter, ich finde, es ist eine easy 10 aus 10. Also ich finde es jetzt mit so in der Kombination mit der Waffel, finde ich es richtig gut. Aber ohne Waffel? So ohne Waffel auf keinen Fall, Digga. Digga. Robin, Junge. Ohne Waffel auf keinen Fall. Als würde es so Übergabe schmecken. Ich finde das einfach nur wie kalter, schlechter Grießbrei. Genau so, ja. Du hast mich immer geklaut für mein verficktes Grießbrei-Eis. Also habe ich es selber gemacht. Was? Und du probierst die Scheiße jetzt. Boah, ist krank. Ja? Ehrlich krank. Was würdest du geben? Ganz ehrlich? Ja. 9. Boah! Boah. Kann ich dich kurz küssen einfach? Ah. Okay, Freunde, fürs nächste bitte ist uns...
Die Audio leider hops gegangen, aber grob zusammengefasst haben wir einfach einen Einkaufswagen, einen Feuerlöscher und einen viel zu kleinen Helm für Dominik gekauft und haben dann versucht, das Ding zum Fahren zu bringen. This is hella stupid, oh mein Gott. Ich setz mich hin und ihr belagert mich jetzt einfach. Yeah, okay. Diese Frau bereut ihre Lebensentscheidungen. Oh mein Gott, wir haben's. We got it. Drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott, das ist mir voll im Rücken. Bro, ich hab alles im Rücken. Okay, geht alle weg. Bro, that shit is fun. Ah, you fucker! Hey, ist mein Handy hops gegangen wegen dir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, no! Ist nichts. Ey, hör mal auf! Oh Mann, ey! Ich dachte, wir sind Freunde. Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott, Nigel. Oh fucking bitch. Das hat Spaß gemacht. Ich dachte, wir drehen was Lustiges heute. Ich würde sagen, es ist schon ziemlich lustig gerade. Oh Mann. Oh, let it rain on the bitches, man. Ich finde, irgendwie sollten wir es embracen, dass man nur in Boxershorts rumläuft. Ich weiß nicht, ob mir die Boxershorts aussieht, wenn er so rabiat ist mal wieder. But I like it, honestly. Das war auch der Moment, wo ich mir dachte so, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Das ist wirklich so, das ist, wenn Männer so eine geteilte Gehirnzelle nur noch haben. Das ist so richtig, wenn der Neandertaler, so richtig der Neandertaler-Modus aktiviert wird. Ja, aber mein Handy ist ja jetzt nass und so. Ich sag euch ehrlich, da muss immer wieder gewaschen werden, Digga. Ich hab so viel gefickt, ich muss erstmal ablöschen, Freunde. Oh mein Gott. Hier vorne, ich hab hier so Vogelkacke dran, sag ich mal. Oh, lass weg. Die Seifenlauge neutralisiert die Säure in der Vogelkacke. Ey, Philo, du hast da was im Gesicht. Lena, wir sind fertig mit dem Dreh. Der Dreh war jetzt fertig. Hey, sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Everybody, right. Backstreet's back, alright. Oh Mann, ey, ach Gott. Oh, so schön. Ah, Traum. Ich finde, ich habe meine Aufgabe als Aufsichtsperson wirklich gut durchgeführt an der Stelle. Ja, ich bin sehr froh gewesen, dass ich keine Hose anhatte und keine Boxershorts anhatte. Das hat mir, glaube ich, einiges gerettet an der Stelle. Ja, wunderbares Video. Würde ich eine 10 von 10, kann man nicht anders sagen. Das ist der Content, den die Welt braucht. Ja. Ein Genuss. Ich kann es nicht anders sagen, Leute. Es war mir einfach so traumhaft. Es ist wirklich wunderschön.